Hallo und herzlich willkommen hier bei Keep Supernova. Mein Name ist Phil Affo und wir gehen nach dieser sehr langen Pause sofort rein bei Ninjala. Ja, Keep hat es mal wieder nicht sein lassen und hat angefangen Ninjala zu spielen, obwohl das gar nicht kann. Aber nichtsdestotrotz, dabei sein ist alles und Spaß ist das Wichtigste und es geht auch schon los. Und wir sind schon mittendrin im Geschehen. Keep hat eine neue Waffe, irgendwie so ein komischer Hammer, der irgendwie aussieht wie so ein Spielzeugkammer aus dem Kaugummiladen, ja, aber aus dem Kaugummiautomaten, aber wir spielen ja auch mit Kaugummi. Und es geht los, 10 Punkte hat er schon, wir sind dafür auch immer. Ich glaube, für diesen schönen Roboter zu verfolgen, gibt es auch immer Punkte. So, und ja, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ja, können wir den Maschengrad sagen, wo? Was, Kip ist auf Platz 2, Platz 3, wie kommt das denn? Er hat noch gar nicht angefangen. Naja. Das tut der Sache kein Abo. Ja, jetzt von oben schön runter. Immer nicht los. Mit der Steuerung hapert es noch ein bisschen. Aber wenn man gegen Gegner kämpfen kann, dann kämpft man gegen Gegner. Welche wehrlosen Roboter? Das gibt auch Punkte. Wohl soll das überhaupt ein Roboter sein? Naja, laut Spielbeschreibung steht da Robot. Aber ist auch wurscht. Irgend so ein Ding, wo man verfügen kann. Das ist das Wichtigste. Ja, Hauptsache man kann dafür was draufdrücken. Man kann die glatten Wände auch hochlaufen. Das geht anscheinend mit dem Kaugummi. Das sind wir auf Platz 5. Platz jetzt auf Platz 4, Platz 5. Uiuiui, das geht da schnell. Wurde eine Wand geklebt? Nee. Nein, er ist nur K.O. Ich habe übrigens herausgefunden, es gibt einen Unterschied zwischen Nippon, also wo wir an die Wand geklebt werden, und nur einem einfachen K.O. Jetzt hat Kip eine Ulti-Waffe eingesetzt, hat ihn aber nicht viel gebracht. Jetzt gibt es einen Mann 1:1 Kampf und jetzt ist er ein Gold. Ja, so kennen wir Kip an die Wand geklebt mit Kaugummi aus dem Kaugummi-Automaten vom Candy Shop nebenan. Kennen wir ja, ne? Und er ist aber auch motiviert, wie ich gerade sehe. Und ja, hat dieser Robot ein Lampenschirm an. Nicht Lampenschirm, ein Sonnenschirm. Apropos Sonnenschirm, wir haben hier heute schon knackige 32 Grad. Und hier sehen wir ein weiteres Feature bei Ninjala. Man kann sich in Gegenstände verwandeln, weil, wie wir alle wissen, die Ninjas sind Meister der Tarnung. Und wir können uns hier die Spieler können sich in Gegenstände verwandeln, wo wir rumstehen. Wieder ein Nippon für ein Clip Supernova, alias Clip ist platt, welches plattet. Ja, auch bei Ninjala wird er viel welches plattet. Vielleicht sollte er sich jetzt Clip Nippon nennen. Nicht böse sein. So, jetzt hat er sich in einen Nippon verwandelt. Ja, aber Clip, wenn du dich kannst, dann wird es besser, wenn du dich nicht bewegst. Dann können deine Gegner gleich sehen, dass du dich. Dass du kein echter Mülleimer bist. Und das ist das dritte oder das vierte Nippon. Natürlich von einem Mädchen mal wieder besiegt. So kennen wir ihn. Bösewichte werden ja immer. Bösewichte oder auch die Bösewichte im Horrorfilm werden meistens von Mädchen oder Frauen besiegt. Und ja, was soll das jetzt heißen? Keine Ahnung. Da steht übrigens ZL plus R. Nee, plus A ist gleich große Waffe herstellen. Aber wenn man das drückt, dann verwandelt man sich in so einen Tarnding. Das ist irgendwie in eine Kiste. Einsatz der Ulti-Waffe ist, muss man einen anderen Knopf drücken. Ich glaube, das ist das X. Aber hier bildet sich Kip gerade ganz ordentlich und er hat einen Nippon geschafft. Hey, herzlichen Glückwunsch! Er hat einen Nippon geschafft. Das ist doch wirklich mal ein Grund zum Jubeln. Ein Nippon geschafft. Also beim Gegner, nicht bei sich selbst. Ah. So, Kip prügelt sich hier fröhlich durch die Landschaft. Die Steuerung fällt ihm sichtlich noch schwer. Wir gucken auf das Endergebnis. Auf welchem Platz ist Kip? Auf Platz 1 ist Elena. Ja, die haben wir schon vorhin gesehen. Die hat ja Kip ordentlich 1 auf die Zwiebel gegeben. Noskin, okay, ist auf Platz 2. Also ist mit Platz 3. Platz 3 wird nicht geehrt. Naja, egal. Und Kip ist auf Platz 5. Auf Platz 5. Naja, aber das geht dann noch besser. Das können wir noch besser, Kip. Also nicht weinen.
das geht noch viel besser. Jetzt sind wir noch in der Trainingsphase. Apropos Trainingsphase, Kip wird demnächst auch wieder, wir werden Videos demnächst bringen, aber er ist fleißig schon am Trainieren für das nächste Splatfest. Das ist das Thema Küken gegen Huhn. Oder was war erst da, das Huhn oder das Ei? Das Ei oder das Huhn? Also auf jeden Fall ein lustiges Thema. Und wie schon gesagt, man kann hier darauf dürft ihr euch schon mal freuen. Da gibt es wieder Live-Streams, hoffentlich diesmal ohne Kapitel verpackt. Ja. Und da werden auch ein paar Trainingsvideos gezeigt. Das ist ja Ehrensache. Wir wollen nicht, dass sich das Team auch weiterentwickelt. Aber wo Training, um die Wartezeiten zu verkürzen, bis ein Spiel losgeht bei Niala, also bis ein Battle losgeht, kann man sich die Wartezeit durch diese Minispiele hier verkürzen. Das gab es auf der Review bei Splatoon 1, so das Ähnliches, wo man dann auf dem Gamepad solche Minispiele spielen konnte. Und bis man, solange man wartet, bis die Aufweitung abgeschlossen sind, ist hier auch ganz nett, dass man ewig lang den Ladebildschirm vor sich hat. Aber es geht los in die zweite Runde. Regeln des Battle Royale. Erziele so viele Punkte wie möglich. Und Kip ist hoch motiviert. Ja, er sieht sehr gut aus, muss ich Ihnen sagen. Die Yala-Klamotten sind ziemlich cool. Es ist ja so eine Mischung aus Freak und cool. Ähnlich wie wir das bei Splatoon kennen. Und es geht weiter. Er ist sofort auf die hohe Plattform, wo die meisten Gegner sind. Und wow, er ist auf Platz 1. Auf Platz 1. Ja, wo schreiben wir das denn hin? Aber schon abgestiegen. Ja, jetzt wieder mit Platz 2, wieder Platz 1. Vielleicht kann das ja halten. Vielleicht kann Kip Platz 1 halten. Es ist so, natürlich so viele Punkte wie möglich zu machen. Also auch hier zählen nicht unbedingt Kills, es zählen Punkte. Aber durch die Kills, beziehungsweise durch die Nipoms und die K.O.s kann man, ja, und schon ist er wieder an die Rand geklebt. Wie man es kennt von ihm. Ja, jetzt nicht sauer auf mich sein, aber er ist immer noch auf Platz 1, obwohl er für Nipoms wurde. Platz 2. Und hat die 1000 Punkte erreicht, wurde überschritten. Ich habe keine Ahnung, wie hier die Maximalpunktzahl ist, so lange, für die Kennenialer, und die Ahnung, ich spiele es auch noch nicht so lange. Die ganze Hitzewelle hat ihn ziemlich, ziemlich zugesetzt. Da war er öfters im Bade und in der Dusche, als jetzt hier Kennenialer zu spielen, aus Platoon zu spielen. Oh, ein tolles Luftschiff da im Hintergrund. Ein Pikachu-Look. So, Kip macht sich auf die Jagd. Er will unbedingt auch das Siegertreppchen, haben sondern mindestens Platz 3 erreichen. Ja. Legt sich halt mit 2 gleichzeitig an. Aber schafft es leider nicht. An die Wand geklebt. Nein, 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 sowas gibt's doch nicht. Sowas gibt's doch nicht. Aber wie gesagt, wir sind ja hier noch Anfänger. Und gut, die anderen sind anscheinend kein. Oh, Eisbock. Nein, doch, was will. Sind anscheinend keine Anfänger, die spielen das wirklich durch. Und man muss bedenken, die Yala, das ist ein kostenloses Spiel. Was ich vorhatte, ist. Er hat einen K.O. geschlagen. Nee, er wurde K.O. geschlagen. Was ich übrigens vorhabe oder hatte, ist, den Yala Story Modus zu spielen, am besten auch zu streamen, aber ich habe den bisher nicht verfinden können. Ist das etwas, wo man echt zahlen muss, vielleicht? Keine Ahnung. Kip setzt die Ultiwaffe ein, jawohl, aber das nimmst du nicht. Er ist auf dem 6. Platz, das ist glaube ich, der letzte Platz. Und dann muss auch noch was rauszuholen sein. Jetzt streng dich mal an, nur noch 88 Sekunden und wieder K.O. geschlagen. Von Arturumum. Jedenfalls auch ein ziemlich cooler Charakter. Ja, komm. Das schaffst du. Hol aus dem Dampfhammer. Nach dem Bud Spencer Dampfhammer und dampf den weg. Der haut doch eh schon vor dir ab. Jawohl, den hast du. Vielleicht schafft er noch einen Ripon. Ich glaube, Kip wurde genipompt. Ich glaube, Kip wurde genipompt. Von jemandem, der aussah wie er. Dann mach ich ein bisschen durcheinander. Nur noch 40 Sekunden. Ah, schon, ich bin aber noch. Das
Den Trunke. 20 Sekunden. Ich bin nicht wieder an die Wand gewesen. Oh nein. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und aus. Ende Gelände. War da noch ein Mikro geschafft? Zum Schluss, wir bringen das Mikro gelesen. Jetzt bringen wir uns den Punkteblatt an. Schade, es hat so gut angefangen mit einem Erstplatz, aber immerhin gibt es eine kleine Belohnung. Das lässt sich dann in Ruhe im Menü anschauen und was man dann als Start ausmachen kann. So, spielen wir noch eine Runde. Abschließen und sofort zum Dojo gehen. Dojo oder Dojo. Also zwei Runden hat Kip jetzt gespielt. Alle guten Dinge sind drei. Ich würde sagen, er sollte schon noch eine Runde spielen. So, wir sind wieder im Übungsmodus. Und dann hier ein bisschen die Landschaft. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwie eine Wiederholungsschleife drin. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Kip dreimal gespielt hat. Nein, ich glaube. Nein, wir sind dabei. Ja, Ninja-Kaugummi hat erhebliche Nebenwirkungen. Ach nö, das ist ja ganz interessant. Aber ich möchte euch mit spoilern hier, das erfahrt man bestimmt im Story-Modus. Oder in dem Ninjala-Anime, den es auf dem Ninjala-YouTube-Kanal gibt. Ist eine sehr interessante Story, ist tiefer, wie ich gedacht habe. Aber wir sind jetzt nicht bei Ninjala im Anime, wir sind jetzt hier im Kampf und wir gehen in die dritte Runde und Kip will auf Siegertreppchen. Jawohl, den vierten Platz, den zweiten Platz. Er ist schon am wieder austeilen und jawohl, hat den ersten Platz. Den ersten Platz, jawohl, jawohl, und wurde sofort geliefert und ist auf den vierten Platz zurück. Oh mein Lieber, das ist ja. Ja, eine muss man dazu sagen, es geht hier, weil es ja wirklich, kann ich sagen, Mann gegen Mann, Person gegen Person gekämpft wird. Und das hier entscheidend ist, geht es hier nach meinem Geschmack rasanter zu wie bei Splatoon. Weil, wie gesagt, bei Splatoon gelten ja die Kills und so weiter nicht, die Punkte entscheiden. Aber halt hier, er wird jetzt hier verprügelt, obwohl er getarnt ist und auch noch K.O. geprügelt. Oh mein Gott. Aber da das hier entscheidend ist, gehen hier die Leute natürlich mehr auf sich gegeneinander los. Ja? Und dann wird es natürlich hier viel wilder. Wann ist das gewesen? War das ein Feuersturm? Habt ihr das auch gesehen? Ja, du musst den Hammer schon gegen die Gegner und gegen die Wand. Aber ich glaube, das weiß Kip. Aber er hat Probleme mit der Steuerung. Und so wie es aussieht. Den Mülleimer, ist das ein bekannter Spieler? Oder ein echter Mülleimer? Das sind ziemlich angeschlagen. Ich glaube, mit der Ulti-Waffe vielleicht schafft ich den einen oder anderen K.O. oder nur von mir. Das einfach nur in Sekunden. Ja, er hat einen Nikon geschafft. Ey, Glückwunsch, Kip. Er hat einen Nikon geschafft. Jawoll. Und wurde selbst genikont. Von Anjor.
Ordnung oder Denkshow, aber das keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, wir sind zum Schluss noch ein paar Roboter verbunden, um Punkte zu sammeln. Er ist momentan auf Platz 3, das heißt Bronzemedaille. Das heißt Bronzemedaille. Vielleicht schafft Kid noch auf das Siegertreppchen, das wäre natürlich mega stark. Was ist das? Ist das ein Schildschild oder ist das ein Schildschild? Dieses blaue Dings, irgendwas. Wenn sie mit seinem Battle Royale hier ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht falsch, hat Battle Royale, ich weiß, ist jetzt nach dem Prinzip, dass es immer weniger Gegner sind, also ist es dann alleine oder ist einer übrig bleibt, so ja, ist nach dem Highlander-Prinzip, es kann nur ein geben. Aber das ist hier bei Niala nicht der Fall, warum spielt dann echt ein Battle Royale? Oder bin ich da irgendwie jetzt falsch informiert? Ich könnte mich gerne korrigieren, ja, wenn ich vielleicht was Falsches mir sage. Ich bin ja auch nicht der Mega-Experte. Soll ich aber wert sein, wenn ich den Reporter werden will. So, und der Countdown läuft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und aus. Wow. 4090 Punkte. Das ist bisher das beste Ergebnis. Und hat gibt es auch wieder. Ah nein, es kommt der Drohnenzerstörer-Bonus. Drohnen sind das. Diese hat es gibt auf Platz 1. Aber jetzt kommen noch die Nippons dazu. Gib es auf Platz 2? Nee, oder? Ja, mega cool. Kipp auf Platz 2. Mission erfüllt, jawohl. Ratatang und Radapplaus. Hey, cool, echt cool. Ja, und es hat noch Jumlo-Kampf mit Beginn, wo das Kuchen. Das ist ja mega stark. Kip hat es tatsächlich auf das Siegertreppchen geschafft. Ja, das ist auch wirklich ein Grund, sich zu freuen, zu feiern. So, er guckt sich noch die Items an, die er bekommen hat. Ja, Ninja Passbelohnung. Was kann man damit machen? Kann man damit irgendwie sich andere Waffen wahrscheinlich zulegen oder ein anderes Outfit? Ja, hier kann man einfach umgehen. Ja, hier springt jetzt ein bisschen die Steuerung irgendwie. Da springt jetzt, wenn das jetzt ein bisschen wir. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hey, Kip, nicht schlafen. Er schläft ein. Naja, meditiert, aber meditiert oder schläft er? Bam. Ja, so ist recht. Nur ordentlich eins auf die Zwiebel geben. So, ja, das war's heute von Ninjala. Ich guck gerade, was ich hier im ordentlichen. So, ja, dass ich einen ordentlichen Hintergrund habe. Also, das war's mit Ninjala. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ihr wollt, wenn es euch gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es mit euren Feinden. Passt übrigens auf bei dieser Hitze. Bleibt lieber ein bisschen im Schatten, ja, und spielt Ninjala oder Splatoon oder sonst was. Ist mir ja wurscht. Hauptsache, ihr klickt und abonniert und aktiviert die Glocke. Und, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Kip dann wieder eins auf die Glocke kriegt. Höchstwahrscheinlich bei den Splatoon-Trainingsvideos und aller spätestens beim Splatfest. Das war's, bis dann. Gehabt euch wo. Bleibt gesund, bleibt neugierig und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nippon.